Was mache ich hier? Ich wohne erstmal hier. Das ist das Erste. Und zweitens spiele ich dann hier Fußballgolf in den Ferien und mache Fußballtraining hinten am Platz, auch in den Ferien, für die Kinder. Und deswegen bin ich hier. Liebe Kids, herzlich willkommen zum Soccer-Golf-Animation. Wir haben drei Trainer hier. Einmal unseren ehemaligen 60 München-Trainer. Oh ja, mich kennt doch fast jeder, sagen wir so, fast jeder. Trainerlegende von 60 München, den Werner Lorand. Gerade hier in Bayern. Dann unser Nürnberg-Legende, ehemaliger Nationalspieler und Profispieler Dieter Eckstein. Und auch wir in Waging haben eine Legende, das ist der Beppo Benkert. Hört Ihnen genau zu und dann wird es mit Sicherheit super gute Fußballgolfer. So Jungs, jetzt geht's los. Ihr habt zwar schon alle Fußballgolf gespielt, habe ich gehört. Aber Fußballgolf ist eine spezielle Sportart. Da muss man auch ein bisschen schlau spielen. Ja, nicht nur wie beim Fußball auf den Ball draufhauen, sondern man muss immer schauen, wie ist die Bahn, wo muss ich durch. Und da ihr es schon gespielt habt, wisst ihr alle, wie es geht. Da brauche ich euch ja nicht so viel vormachen. Ne? Okay? So, der Ben fängt an. Okay? Und komm. Ja, also, geht doch. Wenn ich schlau bin, spiele ich immer nicht dahin oder dahin, immer auf die Stange. Gut. Die meisten, die noch nicht gespielt haben, meinen immer, das kann ich so spielen wie auf dem Fußballplatz. Nein, das ist zwar auch mit dem Ball und es ist eigentlich wie Minigolf, aber ganz was anderes, weil man muss das schon ein paar Mal spielen, um überhaupt das Gefühl zu kriegen. Und ich helfe Ihnen da ein bisschen bei. Und jetzt lupfe ich ihn nur rein, schau. Oh, siehst du, wie schwer das ist. Das ist gar nicht so einfach. Guck mal. Ja, siehst du, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, also, dann lege ich dir hin. Aber sauber, so schön. Schön hier durch, los. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht für die Technik. Gerade für Passspiel mit der Innenseite oder auch mal mit der Außenseite. Und da lernen sie das eigentlich, dass sie da alles im Fußball auch nicht nur mit Gewalt, sondern auch ein bisschen mit Gefühl Fußball spielen muss. Somebody better come quick and rescue me. Also. No sanity. When did it ah, da, jetzt hast du ein bisschen Pech aber auch bei dieser Bahn. Ha? Der Chef hier ist mittlerweile einer, der sehr viel Fußballgolf spielt, der sogar Meisterschaften und Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mitspielen will. Und der hat diese tolle Anlage hier gebaut und deswegen bin ich zum Fußballgolf gekommen. Ja, da hast du Glück gehabt wieder, ne? Die Jungs, wenn man sie dann in der Woche wieder trifft, dann kennen sie dich und sagen so, hallo, hallo Werner, wie geht's denn? Und all so Zeug und das ist einfach, finde ich, einfach eine tolle Sache. Das war der dritte. So, ich werde mal erstmal reinmachen, ne? Ja. Ja. Nur noch ein Stück. Der fünfte, ich denke. Wichtig ist für mich, die sollen nicht wegen meiner Person kommen. Ich will nur ein bisschen beistehen, ein bisschen helfen. Und hopp. Da siehst du. Ja. Die sollen mit Freude dies spielen, das ist für mich viel wichtiger. Weil es soll ja was bringen. Und die sollen mit Spaß dabei sein, sollen dann irgendwann sagen, hey, wir gehen wieder Fußballgolf spielen. Und wenn sie mal alleine gehen, ist noch schöner.